Was macht Christoph, wenn er vom Einkaufen kommt? Na klar, die Sachen in den Kühlschrank. Ups, voll. Das kennt wahrscheinlich jeder. Na, muss eben auch mal so gehen. Salat, Paprika, Bananen, Tomaten, Joghurt. Joghurt, der gehört doch eigentlich eher in den Kühlschrank. Mal überlegen, denkt Christoph. Man müsste doch mal ausprobieren, was passiert, wenn man die Sachen nicht in den Kühlschrank tut. Da war doch noch der Kartoffelsalat von gestern. Den stellt er auch mal raus. Und dann, nach ein paar Tagen, bringt er das nach Bonn, ins Lebensmittelinstitut, zu Frau Milles und Professor Krämer. Die kennen sich mit sowas aus. Den Kartoffelsalat nehmen sie sich als erstes vor. Na, der riecht schon nicht mehr so gut. Frau Milles nimmt eine Probe, um zu sehen, wer dafür verantwortlich ist. Verdünnt und schüttelt sie und gibt einen Tropfen davon in ein Schälchen mit einem Nährboden, auf dem die Übeltäter gut wachsen können. Gleichmäßig verteilen. Dann kommt das Schälchen in einen Brutschrank. Da drin ist es warm. Gute Bedingungen zum Wachsen. Am nächsten Morgen ist schon was zu sehen. Richtig kleine Inselchen haben sich da gebildet. Eine Bakterienkultur, sagt der Fachmann. Professor Krämer will Christoph die mal unter dem Mikroskop zeigen. Das Glasblättchen drunter schieben. Scharf stellen. Jetzt ist Christoph mal gespannt, wie die Bakterien wohl aussehen. Die kleinen schwarzen Punkte, das sind sie, Stäbchenbakterien. Die vermehren sich, indem sie sich teilen. Schön und gut, aber was hat das mit dem Kühlschrank zu tun? Mal vergleichen. Professor Krämer nimmt Bakterien aus unserem Schälchen und verteilt sie dann auf zwei neue Schälchen mit Bakteriennahrung. Mal sehen, wie stark sie sich vermehren. Eins bleibt draußen stehen und eins kommt in den Kühlschrank. Mal gucken, ob sich der Inhalt der beiden Schälchen unterschiedlich entwickelt hat. In beiden Schälchen hat sich was getan, aber indem das nicht im Kühlschrank war, hier haben sich die Bakterien viel stärker vermehrt, spricht schon mal für den Kühlschrank. Den Joghurt hätte Christoph wirklich besser in den Kühlschrank getan. Da ist Schimmel drauf. Auch den Schimmel hat Professor Krämer vorher schon mal wachsen lassen. Links der Schimmel im Kühlschrank ist kaum gewachsen. Rechts der Schimmel, der draußen geblieben ist. Sieht zwar interessant aus, ist aber nicht besonders gesund. Und noch einen Übeltäter gibt es, der Lebensmittel schlecht werden lässt. So wie hier den Apfelsaft. Riecht auch komisch. Außerhalb des Kühlschranks hier rechts wird er trüb und wirft Bläschen. Das machen Hefen. Im Kühlschrank, wieder die linke Schale, wachsen die gar nicht, außerhalb dagegen stark. Also angebrochene Saftflaschen immer in den Kühlschrank. Dem Salat ist es außerhalb des Kühlschranks nicht besonders gut ergangen. Christoph hat ihn mal mitgebracht. Ziemlich welk. Der gehört in den Kühlschrank und die Paprika auch. Denn im Kühlschrank wird das Verwelken und die Reifung deutlich verlangsamt. Deswegen sollen Bananen auch nicht in den Kühlschrank. Die müssen weiterreifen. Und auch Tomaten können ihr Aroma besser außerhalb des Kühlschranks entwickeln. Ob Christoph seinen Kopf in den Kühlschrank steckt, damit er nicht so schnell verwelkt und jung bleibt? Christoph? Nee, manche Sachen tut man in den Kühlschrank, damit sie kühl und frisch schmecken. So ein leckerer Obstsalat zum Beispiel, der schmeckt Christoph kühl einfach am allerbesten. Guten Appetit, Christoph. Richtig eingesetzt, prima Sache, so ein Kühlschrank.